Servus Leute, da bin ich wieder. Ja, der Kerl hat schon wieder ein neues Messer, was soll ich sagen. Aber richtig geiles, und zwar der Irbis von Jas Messer, vom Reini Rossmann. Ich freue mich drauf zum Testen, und falls euch das interessiert, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja Leute, ich habe also schon wieder ein richtig geiles Messer zum Testen bekommen, das ich euch heute vorstellen darf, und ich freue mich natürlich riesig drüber. Und zwar haben wir diesmal den Irbis von Jas. Das ist auch ein Messer wieder vom Reini Rossmann. Ich zeige es euch hier erstmal. Ich habe euch ja letztes Mal den Bushcraft Beaver vorgestellt. Das ist sozusagen der große Bruder hier von dem Messer. Bushcraft Beaver, ich mache euch mal einen Link hier oben rein. Hatte eine Klingenlänge von 13,2 cm, ist somit nicht Paragraph 240a in Deutschland und ihr dürft es also nicht führen. Und deswegen hat man hier nachgezogen und hat hier sozusagen für den deutschen Markt nochmal was Kleineres rausgebracht, und das ist jetzt der Irbis mit 11,2 cm Klingenlänge. Genau. Messer hat mir wieder der liebe Reini Rossmann zugeschickt. Dankeschön dafür. Darf ich jetzt hier für das Video hernehmen, darf es mal richtig testen und alles und darf es euch also präsentieren sozusagen. Deswegen natürlich auch wieder ein Werbevideo, ihr wisst ja, aber ist halt nun mal so. Genau. Was werden wir mit dem Messer machen? Ich zeige es euch natürlich wieder. Ich sage euch die Daten davon, was es wiegt, wie lang, bla bla bla, tralala. Dann tun wir natürlich Holzspalte damit. Wir werden wieder ein bisschen schnitzen und wir werden natürlich wieder den Feuerstahl anreißen. Einfach die Sache, ich weiß, mit einem Messer batoniert man nicht und so, die Sache, die ich denke, was ein Outdoor-Messer einfach kennen muss. Punkt, fertig. Das machen wir, so wie jedes Mal. Genau. Erst einmal zum Messer selber. Wie gesagt, wir haben hier eine Klingenlänge von 11,2 cm. Ich komme einfach mal ein bisschen näher, dann seht ihr das auch schöner. Wir haben hier wieder einen D2-Stahl, gehärtet auf 60 Rockwell. Wir haben ein Griffmaterial, das ist G10. Ich habe mich jetzt dieses Mal für Schwarz-Orange habe ich mich entschieden. Gibt es auch so wie bei dem Bushcraft Beaver, den ich habe, einfach in Schwarz mit roter Liner hier drin. Hier haben wir in diesem Fall grüne Liner drin. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, den Griff hier, das Mustern alles und die Farbe finde ich richtig geil. Aber die grüne Leiter, die finde ich nicht so geil. Muss ich einfach sagen. Aber ist natürlich eine Geschmackssache. Ansonsten, das Messer wiegt 208 Gramm. Also das ist nicht wenig, aber auch nicht viel, sage ich mal. Das Messer, es fühlt sich einfach führig an mit dem Gewicht und so. Der Griff ist wieder bombastisch, muss ich sagen. Der ist wieder richtig geschmeidig, den ich mal sage, so den ich es mal nenne. Er fühlt sich einfach richtig gut. Oh, jetzt auch gleich ohne Handschuhe und so. Wirklich angenehm. Es sind keine Kante oder irgendwas, es steht nichts über. Richtig gut war auf jeden Fall, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen schmal für manche Hände sogar. Für mich ist er fast schon perfekt, würde ich sagen. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, mit größeren Händen ist er vielleicht sogar ein bisschen zu schmal. Genau. Aber ergonomisch alles. Für mich bombastisch, liegt da richtig gut in der Hand. Wir haben hier einen Flachschliff. Was haben wir hier nach der Schneidphase? Ich meine, ich habe was gelesen von 0,4 mm. Ich kann es euch aber nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Aber ich probiere es sowieso lieber beim Schnitzen aus, dann merke ich das, ob mir das liegt oder nicht. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Teil ist wirklich fast rasiermesser scharf, und ich denke, da haben wir richtig Spaß damit. Also der erste Eindruck auf jeden Fall sehr, 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 sehr angenehm, muss ich sagen. Wir haben hier einen Klingerücken übrigens von 4 mm oder fast 4 mm. Also das heißt, da können wir auch ordentlich mit Spalte. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Das Ganze kommt wieder in Akaidex. Ich mache gerade mal schnell den Dengler hier ab, dass ihr das auch gesehen habt. Ihr habt hier einfach einen Lederriemen dabei mit zwei Druckknöpfen, mit zwei feste Druckknöpfe, also da geht auch nichts verloren oder so. Ihr habt eine schwarze Kydex hier und sitzt bombastisch drin, wackelt nichts und so weiter, also alles tippitoppi. Und hier haben wir auf jeden Fall, hier können wir dann den Lederriemen hier festmachen, dann kann man es als Dengler tragen. Es ist aber auch ein Taglock dabei, den könnt ihr hier dran machen, könnt ihr entweder hier austauschen oder halt hier ohne dran machen, dann könnt ihr das wieder hier ziemlich führig trage, sage ich jetzt mal, hier auf Hüfthöhe. Hüft,
Hüfthöhe, auf Hüfthöhe, meine Fresse. Und ja, auf jeden Fall mit 208 Gramm ist das sowieso sehr führig, sage ich jetzt mal. Also ist schon ein gutes Gewicht. Ist jetzt für Leute, die wirklich als EDC-Messer ein Fix dabei haben, ist das wirklich, ich denke, ein ordentliches Messer auf jeden Fall. Genau. Ich selber bin ja mehr so der Klapperfreund, wenn es um EDC geht. Aber da hat ja jeder zum Glück seinen eigenen Geschmack. So, mit den Druckknöpfen könnt ihr das ja auch einfach wieder schnell dran machen, müsst dann den Gürtel ausziehen. Finde ich gut. Ich hasse es nämlich, wenn ich dann immer einfädeln muss und was weiß ich was. Mit Handschuhe ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Aber auch das geht. Genau. Gut, habe euch alles zu dem Messer gesagt, was wichtig ist an der Date. Dann würde ich sagen, ich besorge mal ein bisschen Holz zum Spalten. Problem ist, ich habe meine geile Säge daheim vergessen, habe ich gerade gemerkt. Deswegen müssen wir halt tatsächlich, ich habe auch nicht den Ranger Wood 55 dabei, wir müssen halt tatsächlich mit dem Cybertool was sägen. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich das wirklich filme, weil nicht, dass das zu lange dauert. Aber komm, ich filme es mal mit, dann habt ihr wenigstens was zum Lachen vielleicht. So, wie ihr seht, oh Gott, da müssen wir von allen Seiten ein bisschen sägen, aber ich lasse das Ganze an einem Zeitraffer wahrscheinlich laufen, dann geht's, müsst das nicht so lange ertragen. Also, wir fangen mal an. Oh Gott, im Himmel. Leck mich am Arsch, ich wollte sagen, also mit so einem kleinen Victorinox, was ist das, Buche ist das, glaube ich, ne? Oder? Ich meine, noch recht frisch, noch wirklich nass und was weiß ich was. Also ich habe gesehen, es war jetzt ein riesen Kampf, das wäre mit meiner anderen Säge natürlich ratzfatz gegangen. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen schönen Brocken Holz. Und den wollen wir natürlich auch spalten. Ihr habt gesehen, ich habe auch das Messer schon ein bisschen genommen, einfach ein bisschen als Keil und so. Und doch, das darf man mit einem Messer machen. Wenn ein Messer dabei kaputt geht, ist es kein gescheites Messer. Punkt, fertig. Bevor jetzt wieder jemand mit der Axt kommt und was weiß ich was. So, dann würde ich sagen, binde ich einmal mal den Brocke hier. Geht nein, wie nix. Bombastisch, ja. Also wirklich. Geht sehr, sehr gut. Ja. Geht sehr, sehr gut. Richtig hacken könnt ihr halt nicht damit. Das sind einfach 200, knapp über 200 Gramm, einfach zu wenig. Das sage ich euch jetzt schon. Und der Griff ist dafür zu kurz. Aber es geht trotzdem ordentlich rein, legt mich am Arsch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Füße immer schön weg. Ja, also ich muss schon sagen, der Irbis, der gibt schon Vollgas. Irbis, Schneeleopard, glaube ich zumindest. Das ist, glaube ich, der Irbis. Oh, liebe Leute, der möchte ein paar Leckchen. So. Euch mal ein bisschen näher schnell für die Löckchen. So, ich hoffe, ihr seht es dann auch gescheit. Also da könnt ihr wirklich richtig fein mitarbeiten. Mhm.
Das ist doch schon sehr fein, würde ich mal behaupten. So, was muss es noch kennen? Natürlich Feuerstahl-Oreise. Probieren wir. Wenn wir da den großen, wie man dabei hat, von Wolfgangs. Ja, das geht natürlich einwandfrei. Wenn wir gleich dran gehauen. Hat schon gelangt, oder? Ja, yep, hat schon gelangt. Dann kochen wir uns natürlich noch schnell unseren Kaffee. Au. Nee, Windschutz brauchen wir keine. Das geht auch so. Genau, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kienspan. Das heißt, wir machen heute keine Feier. Es ist nicht trocken, um Gottes Willen, aber wir brauchen heute keine Feier. Wir haben den Drang ja dabei. Ich zeige euch einfach, dass man ganz einfach mit dem Teil natürlich den Feuerstahl anreißen kann, dass es überhaupt kein Problem ist. Machen wir einfach ein bisschen was von dem Kienspan hier wieder runter. Müssen wir auch gar nicht übertreiben, gerade ein paar schöne Streifen. Das ist schon fast zu viel. Dann, wie gesagt, den Tipp werde ich euch schon mal geben. Nehmt euer Messer, rammt es richtig nahe irgendwo, dann könnt ihr ganz fein abschaben. Das ist der beste Zunder dann natürlich. Und das reicht auch schon. Genau. Das aber drauf. Legen wir weg. So geht es schon ab. Und dann wirklich der Feuerstahl, egal was für einer, Magnesium, normaler, lang, kurz, scheißegal. Richtig ins Nest rein. Jetzt kommt wieder der Wind natürlich. So, und ihr seht, brennt schon. Also gut ist bei dem Messer wieder auf jeden Fall, der Klingerücken ist über die komplette Fläche angespitzt. Das heißt, ihr könnt auch wirklich richtig schön hier vorne richtig fein mit der Messerspitze sogar arbeiten oder natürlich hier hinten richtig Power, also richtig gut. Ja, jetzt sieht das Messer aus wie ein Waldmesser. Jetzt ist es verrußt, verdreckt, verharzt und so muss das sein. Genau, ich gucke jetzt, dass mein Kaffee zum Kochen kommt und dann werde ich sagen, mal Fazit, weil was soll ich mehr dazu sagen? Das Teil ist top. Ja, Leute, Kaffeewasser kocht. Das heißt, es wird Zeit für ein Fazit. Der Irbis, ne? Von Jasmesser. Das reine Rossmann-Messer, sage ich jetzt mal. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ist ein geiles Messer. Gar keine Frage. Ich war ja schon schwer beeindruckt vom Bushcraft Beaver, muss ich sagen. Das ist ein bisschen, also das ist das größere Messer. Ich habe euch ja nochmal einen Link reingemacht. Wenn nicht, schaut einfach mal, sucht einfach mal in meinem Kanal unter dem Video. Hatte 13,2 cm, darf man hier nicht führen, aber ja. Will jetzt wieder nicht auf das Thema Sarg eingehen. Wie gesagt, das ist jetzt cool, weil das auf jeden Fall führen dürft in Deutschland. Es ist unter 12 cm. Aber das ist auch für mich persönlich jetzt leider ein kleiner Kritikpunkt, muss ich sagen. Weil das Messer ist echt geil. Also wir kommen erst einmal zum Positiv an dem Messer. Das Messer, also D2 Stahl, ich finde ihn bombastisch, lässt sich drüber streiten, ich finde ihn geil. Rostträge, lässt sich gut nachschärfen, hält verdammt lang die Schärfe. Für ein Outdoor-Messer, für einen Outdoor-Stahl, ich finde es einfach genial, D2 Stahl. So, das ist das Erste. Der Griff, der ist wieder bombastisch bei dem Messer. Der ist wieder richtig geschmeidig, der fühlt sich einfach gut an. Er könnte vielleicht ein Ticke breiter sein, nur als Kritikpunkt, als Anmerkung oder so. Ansonsten ist der Griff wirklich bombastisch. Klingerücke ist komplett angeschärft. Also das Messer ist extrem tauglich, das muss man einfach sagen. Ich zeige es euch jetzt erst nochmal hier, dass ihr das seht. Richtig schön hergenommen heute. Ne? Es ist richtig geil, das Messer. Hat es denn auch Schwachpunkte oder gibt es denn auch was Negatives dazu zu sagen von mir? Ja. Die grüne Leine finde ich, boah, schrecklich, ganz ehrlich. Ist aber Geschmackssache, das sagt ja nichts über das Messer aus. Aber ich finde, es passt einfach nicht, ich weiß auch nicht. Mir gefällt es einfach nicht, ich finde, es hat da drin nichts verloren.
Aber hey, das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ne? Und es gibt ja das auch in dem schwarzen G10. Was ich, obwohl die sind schon geil, ja, die Griffschale. Naja, egal. Einziger Kritikpunkt wirklich für mich. Die Klinge ist geil, der Griff ist super. Der einzige Kritikpunkt für mich ist, ich finde es super, dass man das gemacht hat für den deutschen Markt sozusagen, dass es Paragraph 240a konform ist. Aber ich finde es dann schade, wenn man dann Zentimeter verschenkt. Ich finde, das Messer könnte ein bisschen länger noch sein und ein bisschen schwerer noch. Also, ist einfach so mein Eindruck. Es fühlt sich gut an alles, aber ich finde es fast ein Ticket zu leicht. Ja. Aber das ist vielleicht persönlicher Geschmack, ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein saumäßig geiles Messer, da brauchen wir nichts sagen. Das Ding spaltet gut, es schneidet verdammt gut. Feuerstahl ist geil mit dem Messer anreißen, weil es halt wirklich, wie gesagt, durchgehend ist. Wir haben richtig dicke Klingenrücke. Also das Ding ist, es ist stabil, es ist ein kleiner Panzer, brauchen wir nicht schwätzen. Aber ich finde 11,2, man hätte es ein bisschen länger machen können. Knapp unter 12 cm, das sind mir die liebsten Messer. Ich darf sie dann führen. Und ich bin noch legal unterwegs. Ne? Und dann wäre ein bisschen mehr, dann kommt ja auch noch ein bisschen Gewicht dazu und so. Ja, trotzdem ein verdammt geiles Messer. Ich bin froh, dass ich es testen gedacht habe. Und Dankeschön nochmal reinnehmen. Moment. Das ist gerade wichtiger. Zack. So. Jetzt kann es weitergehen. Wie gesagt, ein richtig geiles Messer, keine Frage. Ja, echt cool. Könnt ihr beziehen beim Reini in seinem Survival Shop Überlebenskunst.at. Ich mache euch einen Link rein in die Videobeschreibung, ich mache euch einen Link rein in die Kommentare. Genau, schaut es euch einfach mal an. Ich meine, das Messer liegt knapp unter 120 Euro, was auf jeden Fall ein Top-Preis ist für das Messer. Also das ist das Messer mehr als wert, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich habe jetzt noch was gesehen, ich kann euch hier keinen Discount-Code oder so irgendwas geben, das habe ich beim Reini nicht. Aber ich habe gesehen, als ich das letzte Mal auf dem Shop drauf war, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, ich hoffe, ich darf das sagen, ich weiß es nicht, Reini, aber wenn ihr euch auf jeden Fall für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr, so viel ich weiß, einen 10-Euro-Gutschein, was ja auch nicht wenig ist. Ne? Also vielleicht, wenn der eine oder andere mit dem Messer liebäugelt, dann nutzt es auf jeden Fall mit dem Newsletter, dann spart er nochmal 10 Euro und dann ist das Messer wirklich, hat auf jeden Fall einen Top-Preis, würde ich mal behaupten. Ja, mir hat es gefallen, ich mag es richtig, Scheide ist auch top, genau. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Daumen hoch freuen von euch. Falls ihr neuer seid, würde ich mich natürlich noch mehr über Abo freuen. Ganz wichtig wäre, dass ihr die Glocke drückt, dass ihr immer Benachrichtigungen bekommt, wenn mal ein neues Video hochgeladen wird oder so. Und schreibt mir doch auch gerne mal in den Kommentaren, was ihr jetzt von dem Messer haltet. Und vielleicht hat es ja der eine oder der andere. Schreibt mir auch gerne, was ihr vom Bushcraft Beaver haltet, weil das finde ich ein richtig geiles Messer. Und ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.